Schorsch, Leute, und willkommen zum Schorsch, zum Sonntag. Heute am Sonntag, den irgendwas im April. Und ich glaube nicht, dass ihr das hören könnt, by the way. Aber draußen sind Vögel. Which means, es wird langsam Sommer. So langsam, aber sicher. Sagen wir es mal so, bei uns sind jetzt, sag ich mal, 20 Grad mindestens. Ich glaube 20 Grad, als ich das letzte Mal geguckt habe. Und um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, ich bin ein absoluter Wettermensch. Wenn das Wetter umspringt, dann sagt mein Kopf sich, fuck you. Weil, schlicht und ergreifend, müsst ihr euch vorstellen, letztes Wochenende, wo ich ja noch weg war, da hatten wir den Tag an der Reise sogar noch Schnee. Wisst ihr, da hat sie geschneit, da hatten wir Minusgrade. Und jetzt, nehmen wir eine Woche später, haben wir fast schon, kannst du schon wieder rausgehen und, und wirst von fucking Insekten attackiert. Die Viecher kommen ja jetzt schon wieder. Und ja, weiß auf jeden Fall, mein Körper sagt sich da immer wieder, nö, du gehst wieder zu Bett und da bleibst du denn. Es ist halt Wetterumschwung. Da kannst du so viel trinken, wie du willst. Das funktioniert bei mir nicht. Auf jeden Fall, um das Ganze mal hier kurz anzukündigen, heute fällt dann leider Stream aus. Morgen dann aber wieder. Und morgen gibt's dann auch tatsächlich wieder dauerhaft, na was heißt dauerhaft, also wieder durchgehend Content. Nämlich morgen geht's los mit Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters. Und da habe ich schon die ersten Parts hochgeladen. Das startet morgen um 14 Uhr. Dann noch, wie jedes Mal, wie jeden Sonntag, vielen Dank an unsere Patreons, die immer noch da sind, die tatsächlich jetzt noch existieren. Und ich bin jetzt mittlerweile auch im Überlegen schon, was wir als nächstes Thema für einen 12-Stunden-Stream machen. Das wird denn jetzt auch tatsächlich dann mal der erste 12-Stunden-Stream, wo tatsächlich das Wetter, denn wo es mal ein bisschen warm wird. Ich habe so das ungute Gefühl, dass das, ihr wisst ja, wie meine Wohnung ist. Draußen sind 30 Grad, hier drin sind 90. Deswegen, ich bin jetzt schon ein bisschen skeptisch, was den Sommer angeht. Ich hatte auf letzten Sommer schon keinen Bock, bin ich ganz ehrlich. Aber auf diesen Sommer noch weniger Bock. Also von mir aus kann der Winter gern wiederkommen. Der kann umdrehen und nochmal hier eine Runde drehen. Kann er gleich hier bleiben. Deswegen, jetzt no shit, deswegen bin ich einer dieser Typen, der am liebsten, wenn er in Urlaub fährt, nicht so in so Spanien oder so, interessiert mich gar nicht. Was ich will, ist es so Norwegen, Schweden, Irland. Von mir aus schickt mich an den Arktis, funktioniert auch, aber Hauptsache es ist nicht so warm. Es ist einfach, mir geht sowas echt immer hart an die Nieren. Vor allem, ich kann aber trinken, muss pissen. Aber, helfen tut's nicht. Aber man muss, weil du musst trinken. Twitch ist mittlerweile so weit, die haben einen fucking Stay Hydrated Bot. In jedem Channel drinne. In jedem fucking Chat-Channel. Das habe ich gestern rausgekriegt. Weißt du, kaum ist der erste Stream, wo tatsächlich mal so ein bisschen wärmer ist draußen. Und schon sagt Twitch, boah, you better stay hydrated. Du hast jetzt 4 Stunden gestreamt, du musst auch mal was trinken. Und da weißt du, ich bin immer derjenige, der sowieso immer zu euch sagt, hier, Leute, trinkt. Ist wichtig. Sag ich im Streams auch andauernd. Trinkt. Ich muss auch trinken. Und dann sage ich mal, trinkt. Ihr müsst trinken. Ist wichtig. Stay hydrated, Kids. Also, der hat sogar Wolle mal Fanart von gemacht. Stay hydrated. So wichtig ist das. Es ist, aktuell, Sommer fängt an und mein Kopf sagt sich, nee. Aber gut, vielleicht kann ich den Tag heute ein bisschen anders nutzen. Nicht streamen, wie eigentlich vorgehabt. Und morgen geht's dann aber wieder weiter. Und hoffentlich verdunkelt sich irgendwie die Sonne und wie ist es nur für die Zeit, wo ich streame, weißt du? Zur Not werde ich jetzt irgendwann dieser Streamer, der schlicht und ergreifend hier so das Mikro macht und dann nachts streamt. Ihr versteht, was ich meine. Genau, so in etwa. So funktioniert das. Aber uns steht das bevor. Uns steht mal wieder ein Sommer bevor. Und so wie ich das sehe, wir haben diesmal ja tatsächlich mal, ich kann mich nicht über den Winter beschweren. Wir haben diesmal tatsächlich Schnee gekriegt. Ich konnte tatsächlich mal rausgehen und Schnee schieben. Das ist, ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wann das letzte Mal der Fall war. Hatten wir 3 oder 4 Mal Schneefall hier im Norden? Ich weiß es gar nicht. Es waren immer so.
Geräusche von außen. I fucking love it. Auf jeden Fall euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen im Stream wieder. Und ja. Euch ein schönes Wochenende. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.